2016 gab es den letzten Titel für Grieskirchen. Im Jahr darauf ging es schon wieder runter in die Oberösterreich-Liga. Seither haben sie in der Abschlusstabelle zwei Zwölfte und einen 13. Platz aufzuweisen. Aber auch Micheldorf ist beileibe kein Liga-Krösus, aber auch nicht wirklich ein Abstiegskandidat. Zuletzt die knappe Niederlage in Öd. Dieses Mal gehen die Grün-Weißen in der 16. Minute in Führung. Antonio Dukic nützt die Vorarbeit und das Zuspiel von Ayas Karic und stellt auf 1:0. Die Fans im Kremstal gleich mal in Jubelstimmung. Grieskirchen versucht eine Antwort zu geben. Allerdings bleibt es vorerst beim Versuch, weil Daniel Steinmeier trotz Idealpass von Kappel genau Torhüter Schrattenegger anschießt. 6 Minuten später, es ist die 39. Minute, macht Steinmeier es aber besser. Jetzt patzen die Micheldorfer in der Abwehr und Daniel Steinmeier erzielt den Ausgleich 1:1. Der junge Schiedsrichter Johannes Weilhartner bittet dann zum Pausentee und relativ rasch nach Wiederbeginn spielt Dukic den Ball in den Rücken der Grieskirchner Verteidigung und Mato Simonovic erzielt trocken die erneute Führung von Grün-Weiß Micheldorf. 48. Minute steht 2:1. Und weil Tobias Traxler hier statt einem Kopfballrückpass eine Vorlage für Dukic liefert, macht der seinen zweiten Treffer an diesem Abend. Antonio Dukic erhöht auf 3:1. Am Ende gibt es auf beiden Seiten noch je eine gute Chance. Es bleibt nach 93 Minuten, aber bei einem 3:1 Heimsieg von Grün-Weiß Micheldorf über den SV Pöttinger Grieskirchen. Es ist natürlich zweite Halbzeit Min-Wind ein bisschen für uns gelaufen. Wir hätten dann den Sack zumachen müssen, haben es dann auch mit dem 3:1. Aber ja, natürlich, aber eine erste Halbzeit hat Grieskirchen Chancen gehabt, wo wir durch Leichtsinnsfehler dann Dormer und Innenverteidigung verhindert haben. Also das ist im Fußball immer, aber mit dem 3:1 sind wir happy und das passt voll. Ja, wir sind wirklich sehr stotternd gestartet, muss man eigentlich sagen, hätten uns viel mehr vorgenommen und einen klaren Plan gehabt, haben aber leider halt wirklich über die Vorteile des Spiels sehr oft die falschen Entscheidungen getroffen. Also ja, in Summe ist es einfach eine verdiente Niederlage.